Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Feuerrot Omega Nuzlocke Part. Im letzten Part ist leider unser Glurak durch ein Snubbillycat gestorben. Aber dafür haben wir ein neues Pokémon im Team, nämlich Tornopto. Auf Level 36 ein mäßiges Wesen, ein perfektes Wesen für Tornopto. Ich liebe es. Es kann Flame Wheel, Crush Claw, Amber und Quick Attack. Es kann noch keinen Flammenwurf, aber egal. Und nun Leute, werden wir gegen unseren Rivalen kämpfen. Ich bin gespannt, wie er ausgeht. Mal überlegen. Wir wissen, dass er mit einem Flug-Pokémon leadet. War es nicht Golbat oder vielleicht hat es schon ein X-Bot? Und er hat als Starter Elekid genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt bin ich schon gespannt. Ach ja, wir werden jetzt mit jedem hier noch reden. Wir waren hier schon mal, aber wir konnten nicht durch, da uns diese Frau nicht durchgelassen hat. Deshalb konnten wir noch nicht gegen unseren Rivalen kämpfen, aber dies können wir jetzt tun. Ach ja, will man einen Part aufnehmen? Dann muss man schon wieder cutten, aber egal. So, wir kämpfen jetzt gegen unseren Rivalen Grün. Mal gespannt, welchen Pokémon ihr seht. Hat ihr schon ein X-Bud oder hat ihr immer noch ein Golbat? Das werden wir gleich sehen. Ihr habt immer noch ein Golbat. Auf Level 34. Wir sind circa auf dem gleichen Level. Wir dürfen gerne Tränkendekämpfer verwenden. Auf das müssen wir aufpassen. Deshalb denke ich, werden wir ein, zwei Pokémon finden. Holy shit, das Golbat kann Toxin. Interessant. Die Zerone Nidoqueen müssen wir uns auf jeden Fall für das Electric noch aufheben. Aber ich denke, wir sollten uns eher Nidoqueen dafür aufheben, da es bulkiger ist. Und sowieso Electric Eis Schlag wahrscheinlich kann, also ist das sowas von egal. So, wir haben das erste Pokémon besiegt. Gyarados ist nicht wirklich angechippt. So, Magma kommt rein. Magma? Ach ja, wir haben ja Corsilla genommen, egal. Dann gehen wir jetzt gleich in unser Dictry. Wir sind schneller, drücken, schaufen und hoffentlich können wir es gleich one-shotten. Nidoqueen behalten wir uns nochmal auf Vorrat. Das ist Walke, es kann sogar ein Wasser-Pokémon und Grass-Type besiegen. Also ist Dictry hier die bessere Wahl. Wenn wir es jetzt nicht one-shotten, killt es uns mit einer Feuertacke. Das ist klar. Stepsonne, also da hat Dictry wird gleich sterben, wenn wir es nicht besiegen kommen. Oh oh. Okay, schade. Oh, das war klar. Dictry ist eine Glasknone. Schade. Aber wie gesagt, ich wollte mir noch Nidoqueen aufheben. Okay. Gyarados ist schneller als Dictry, also kann Dictry one-shotten, also die Viertel der restlichen KP von Magma abziehen. Die Sonne ist draußen, das stört mich ein bisschen, aber die Sonne könnten wir auch mit unserem Tornopto ausnutzen, also wäre das kein Problem. So, perfekt. Zwei Pokémon besiegt, hat nur noch drei Pokémon. Welche Pokémon hat er noch? Silo, was war Silo nochmal? Benutze es einfach mal, so ein Flora Silo. Ist das nicht die Seenops? Okay. Also es ist vielleicht unser so ein Flora ist nicht das beste Pokémon dafür. So wie am Chlorophyll, doppelten Speed. Aber ich denke, wir werden eine Eisattack und wir könnten das vielleicht mit zwei Razor Leaves besiegen. Das wäre sehr schön. Vielleicht gritten wir auch. Wir gritten sehr schön. Ich denke sowieso, Eisstrahl hätte uns nicht killt, wir sind ein fucking Flora. So ein Flora ist bulkiger als die meisten Ecken. Flaffy, Wawati, da können wir drinnen bleiben. Das passt schon. Flaffy. Gut. Razorleaf, was will Flaffy gegen uns tun? Donnerwelle? Uns höchstens paralysieren, ja, aber mehr kann das Pokémon jetzt auch nicht. Was ist das letzte Pokémon von ihm? Welchen Typen haben wir noch nicht gesehen? Wir haben ihn Grass-Type schon gesehen, noch nicht. Also müsste er noch ein Pflanzen-Pokémon haben. Vielleicht bekommen wir wieder einen Crit, das wäre sehr schön. Schade, aber mit Megasauger können wir es killen. Donnerblitz hatte schon, okay, gut zu wissen. Aber wir hätten sowieso noch Nidoqueen. Also passt das. Gut. Bist du jetzt nur ein Pokémon gestorben, aber es passt schon. So, was ist das letzte Pokémon von unserem Rivalen Haunter? Das Pokémon ist Alpollo. So, wir schicken deshalb einfach mal Feuer rein. Tornupto ist bulky, also wird er schon irgendetwas tanken.
Leute, wie findet ihr eigentlich den Sprite von unserem Tanuki? Ab Gen 6 gibt es ja die 3D-Sprites und da sieht man nicht mehr das lodernde Feuer bei Tanuki. Hier sieht man es noch, auch wenn es sich nicht bewegt. Und wenn man das Feuer auf seinem Rücken nicht sieht, ist es wirklich für mich kein guter Tanuki-Sprite. Deshalb finde ich generell diesen Sprite richtig cool. Aber der beste Tanuki-Sprite ist der aus der 5. Generation. So, wir haben unseren Rivalen besiegt, aber leider haben wir Dicktrifflin verloren. Ich habe schon gedacht, dass bald Dicktrifflin das nicht bald hilft. Schade, Drew, hast du ein Item getragen? Nein. Schade, dass wir ein Pokémon verloren haben, aber wir sind ja gerade im Pokémon Tower. Also, ja, passt es irgendwie, dass ein Pokémon gestorben ist? Wir dürfen es jetzt nicht mehr verwenden. Aber egal. So, was werden wir in der Backup-Box finden, was wir benutzen könnten? So. Ein Kampf-Pokémon wäre ja mal nett. So. Wir haben jetzt 11 Pokémon verloren. Und ich muss sagen, bisher haben wir eigentlich nur coole Pokémon verloren. Neko findet vielleicht ein paar Leute nicht so cool, aber ich liebe es. So. Haben wir schon 3 Pokémon? Nein. Irgendwie habe ich Bock auf einen Gen 3 Pokémon. Oder, wisst ihr was, wir könnten Tanzer benutzen. So, Wasser fehlt uns noch. Haben Hydropi. Habe ich Bock auf Hydropi? Eigentlich nicht. Haben wir Bock auf einen Aquana? Könnten wir auch benutzen. Wir könnten auch einen Kapaloris benutzen. Wäre das nicht geil, obwohl wir haben schon einen Grass-Type. So, wir könnten Porygon benutzen, wäre auf dem Level. Also könnten wir schon benutzen. Also ein Pokémon will ich jetzt noch im Team haben. Ha, sind wie gut sind wir gegen Feuer aufgestellt? Jetzt nicht so wirklich. Also eine Resistance will ich haben. Turtok, Sumpex oder Shiggy. Von den drei benötige ich, glaube ich, Kanimani am wenigsten, also werden wir es einmal benutzen. Passt. Gut, jetzt müssen wir noch unsere Pokémon heilen, dass Gyarados nicht stirbt. Das passt schon. Natürlich darf ich jetzt wieder ein Pokémon aufziehen, dass es auf Level-Niveau ist, aber egal. Gut. So. Pokémon. Arsch. Ach ja, es hat einen richtig coolen Namen, denn ich hoffe, ihr wisst den Namen warum, den Grund warum. Der Sprite von Impegator, so ist die Endentwicklung, ja. Man muss nur den Sprite anziehen und dann weiß man schon, warum es so heißt. Es hat einfach den Knackarsch. Den knackarschigsten Knackarsch von allen Pokémon. Aber egal. Ach ja, Leute, wir bekommen hier noch ein Encounter. Nibelung gibt es im Originalspiel auf Level 26. Ist geil. Ich weiß jetzt nicht, wie sich Alpollo in diesem Hack entwickelt, da wir die Pokémon ja nicht tauschen können. Also könnte ich mir vorstellen, dass es sich auf Level 24, auf Level 36 so entwickelt. Passt schon, wir fangen jetzt mal. So, wir müssten mal wieder Bälle kaufen. Das wäre eine coole Idee. Oder es bleibt vielleicht schon drinnen. 2, 3. Perfekt. So. Cool. Wir haben Nibulak gefangen. Gengar wäre cool, auch wenn es eine Glaskanone ist. Und dieser Gen noch nicht so gut sind. Nicht so gut ist, weil alle Steps hier noch physisch sind. So. Ich habe gerade 400-fachen Speed gestellt. Also viermal so schnell. Dass wir einfach schneller durch können. Da die Kämpfe jetzt eh wahrscheinlich nicht spannend sind. Destiny Bond ist es nicht so geil. Hoffe ich. Wow. Warum killt Glut das Pokémon? Wow. Ach ja, jetzt dürfen wir Tanuki auch begraben. Es war vielleicht meine Schuld, aber Leute. Es ist ein Nibulak auf Level 33. Wie soll ich wissen, dass Glut killt? Glut ist schlecht. Scheiße, also. Ach ja. Wirklich sehr schön. Aber was soll man hier tun? Yay, jetzt dürften wir einen Fire-Type benutzen. So, haben wir irgendeinen Fire-Type? Nein. Wisst ihr was? Dann wird es doch ein Fangpart sein. Denn wir dürfen noch ein paar Pokémon fangen.
So. Siehst du, wir kommen mal an die Spitze. So, X-Bad, du fliegst uns jetzt einfach mal dorthin. Denn es gibt jetzt ein paar Routen, wo wir Pokémon fangen können. So, Route 16. Ach, wir müssen auf jeden Fall Bälle kaufen, denn wir haben jetzt einen geilen Relaxo. Obwohl, wir können noch nicht weiter, oder? Nein, wir müssen erst das Hilfsko machen. Aber weil wir dort sind, können wir sowieso schon vielleicht irgendetwas kaufen, was Wichtiges. So, Bälle brauchen wir sowieso. So, 21. Typetrank auch noch 11. Perfekt. Ja, gut, dann können wir noch nicht weiter. Schade. Gibt es noch keinen weiteren Encounter für uns? Ist es nicht so geil? Bitte? Ach, das Speed ist in der Karte ist nicht so geil. Dann werden wir in diesem Part, kann ich meine noch nicht benutzen, also noch nicht rausmitschen, da ich mich für Pokémon jetzt nicht so wirklich traue. Nächstes Part werden wir einen Impegato haben und dann vielleicht noch ein Flamara, dass ich Evoli natürlich zu Flamara entwickeln kann. Hier gibt es auch das. Holy shit, wäre das Pokémon cool gewesen. Haben wir einen Schutz? Ich hoffe zumindest. So, Super Repellen, Super Schutz, nice. Dann können wir noch gegen ein paar Trainer kämpfen. Also von den Pokémon, die ich denke, die ins Team kommen werden. Also ein Water Type kommt safe ins Team. Und das von Flora noch lebt, wird also wahrscheinlich Karimane ins Team aufgenommen werden. Und dann möchte ich ehrlich gesagt noch ein Fire Type drin haben. Obwohl, mal überlegen, brauchen wir noch ein Feuer-Pokémon im Team? Die fünfte Arena ist eine Poison-Arena. Die sechste eine Psycho-Arena. Die siebte eine Feuer-Arena. Und die achte eine Gesteins- oder Boden-Arena. Also wäre dann vielleicht es nicht so geil, ein Feuer-Pokémon ins Team aufzunehmen. Ein Psycho-Pokémon wäre generell cool. Wir könnten auch Gänge ins Team packen. Wäre auch eine Überlegung. Die Steps sind hier noch nicht speziell. Und da habe ich jetzt nicht wirklich Bock, mit Gengar herumzurennen. Da es wirklich noch nicht geil ist, müssten es mit Donnerblitz Psychokinetisch spielen, dass es Damage machen würde. Darum muss ich, wie gesagt, wirklich noch überlegen. Pursuit können die, okay? Und vielleicht hier besser doch nicht mit Kanimani herumzurennen. So, super Schutz für dich. So, es ist wirklich blöd, wie Tornupto gestorben ist. Ernsthaft. Das war richtig schlecht. So, Mist Reavers. Ist kein Problem für uns. Sehr schön. So. Die Trainer sind jetzt auch nicht so stark. Können wir Horn zu One-Shot mit Wing Attack? Jawohl, sehr schön. So, wir werden jetzt eine Abkürzung nehmen. Dass wir in diesem Mal vielleicht noch Team Rocket besiegen. Ist das, glaubst du, eine Bedrohung? Nein, überhaupt nicht. Ja, in diesem Part werden wir auch noch Team Rocket hier verscheuchen, dass wirklich die Pokémon-Flöte noch bekommen. Dann könnten wir vielleicht im nächsten Part einen Fangpart machen, dass wir sehr viele Encounter fangen. Dann brauchen sicher, denke ich, eine Weile, bis wir, ihr wisst schon, Relaxo gefangen haben. So, es kommt einfach mal. Hat Slavo irgendetwas? Nein. Gibt es irgendeine Taktik, die wir ihm beibringen können? Ach, wir heilen einfach mal unser X-Bad. So, haben wir einen Feuerheiler? Nur einen Feuerstein. Haben wir einen Hyperheiler noch? Antidote, Paraheiler? Nein. So. Dann darf sie halt kämpfen mit Felsgrab. Egal. Obwohl, jetzt kommt Knogger. Das setzen wir lieber so ein Flora an die Spitze. Ein Knogger ist eine Bedrohung für Nidoqueen. Intruders. Jetzt können wir das Pokémon sehen, es ist ein Knogger. Leider können wir das Pokémon nicht fangen. Es ist ein gestorbenes Knogger. Aber es sind sehr schöne Erfahrungspunkte für unsere Sonne Flora. Perfekt. Es gibt natürlich noch ein paar Trainer, nachdem Rocket gegangen ist. Die kann ich offscreen machen. Werde ich auch vielleicht so tun. Fürs Training einfach. Zubat. Ja, da darf Sissi jetzt rein. Obwohl Gyarados hier richtig gut sein kann. Ja, dann werden wir Gyarados gleich wieder mit Spitze setzen. Denn Gyarados ist verlässlich zumindest. Body Slam. Facecraft müsste es besiegen, oder? Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass wir zwei Pokémon diesen Part verlieren. Dicktree war bescheuert, wie wir es verloren haben.
Das war meine Schuld und das mit Zanopta auf jeden Fall auch. Aber Leute, wie soll ich denken, dass du schnell ist? Erstens, und dass wir es mit Glut killen. So, Headbutt für dich. Zum Glück hat es nicht Finale eingesetzt. Holy shit, das wäre erst nicht so geil gewesen. So, Notuska ist auch kein Problem für unser Labo, wie man hier sieht. Sehr schön. Perfekt. Und dann gibt es noch einen Trainer und dann könnten wir in diesem Part noch Relaxer fangen, oder? Headbutt für dich. Habe ich Bock auf Relaxer im Team? Wir haben Geradaxe normal. Normal-Type. Also bräuchten wir wirklich jetzt nicht so wirklich Relaxer im Team. Wie oft habe ich gerade wirklich in einem Satz gesagt, ey Wayne. Wollte schon wieder egal sein. Perfekt. So. Wir haben alle Trainer hier besiegt. So. Ja. Jetzt bekommen wir von dir die schöne Pokémon-Flöte. Freut mich sehr. So, dann heilen wir noch schnell unsere Pokémon. Wir haben diesmal leider zwei Pokémon verloren, die wir aber hoffentlich gut ersetzen werden. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Bis dann. Ciao.